Warschau, auferstanden aus den Trümmern, die die Deutschen hier zurückließen. Keine andere Volkswirtschaft in Europa zeigt sich heute so resistent gegen die Krisen der letzten Jahre. Die Kanzlerin und Polens Premier, man schätzt, man duzt, man busselt sich. Während in der Krise alte Freunde von Deutschland abgerückt sind, stehen die Polen nah wie nie. In der Krise haben sich die Wahrnehmungen ein Stück verschoben. Vor allem ist die Trennungslinie zwischen den alten und den neuen Mitgliedern ein Stück relativiert worden. Und ich glaube, kein Land hat davon so profitiert wie Polen. November 2011. In Berlin hält Polens Außenminister eine Europarede, die mit einem Satz den Wendepunkt in den Beziehungen bezeichnet. Ich bin wohl der erste Minister in der Geschichte meines Landes, der das sagen kann. Ich fürchte mich weniger vor deutscher Macht, als ich beginne, mich vor deutscher Inaktivität zu fürchten.